Willkommen beim Installations-Video für den Elektrorollstuhl E-Router 8000R. Der Elektrorollstuhl E-Router 8000R ist das leichteste Modell in unserem Sortiment und eines der leichtesten auf dem Markt. Und sein Hauptvorteil gegenüber allen anderen Modellen ist die automatische Positionierung der Rückenlehne, wobei Sie den Rollstuhl mit dem Joystick oder über die Fernbedienung positionieren können. In der Verpackung finden Sie Zubehör für die Montage der Kopfstütze. Auch ein Ladegerät. Werkzeuge. Um die Kopfstütze zu installieren, legen Sie bitte einen mittelgroßen Inbusschlüssel bereit. Lösen Sie die Kopfstütze. Schrauben Sie die Kopfstütze an den Hilfsbügel. Befestigen Sie die Kopfstütze am Rollstuhl und am Hilfsbügel. Dehnen Sie dann das Kissen und fügen Sie die zweite Hülse hinzu. Der Joystick kann auf der rechten oder linken Seite angebracht werden. Verbinden Sie dann das Stromkabel mit der Batterie. Sie können den Rollstuhl auch im manuellen Modus verwenden. Schalten Sie einfach die roten Hebel auf der Rückseite der Motoren um. Mit dem Joystick können Sie die Geschwindigkeit erhöhen und verringern oder die Hupe betätigen. Er zeigt auch den Batteriestand an und verfügt über Tasten zum Ein- und Ausklappen. Der Elektrorollstuhl ist auch mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet. Jetzt ist der Rollstuhl einsatzbereit. Um die Armlehne zu positionieren, drücken Sie die Taste auf der linken Seite und verwenden Sie dann den Joystick, um den gewünschten Winkel einzustellen. Wenn Sie den Winkel eingestellt haben, drücken Sie erneut die linke Taste, um zum Fahren zu wechseln. Sie können die Fußstütze oder beide Armlehnen für einen sicheren Einstieg herunterklappen. Alle wichtigen Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung in deutscher Sprache. Der Rollstuhl ist mit einer innovativen Funktion ausgestattet, der Fernbedienung. Schalten Sie einfach den Rollstuhl ein, schalten Sie die Fernbedienung ein und Sie können ferngesteuert fahren. Drücken Sie im Fernbedienungsmodus die rechte Taste und halten Sie sie gedrückt, bis die Rückenlehne des hinteren Rollstuhls anfängt, sich zu positionieren.
Drücken Sie dann mehrmals die untere Taste auf der anderen Seite des Controllers, um den Rollstuhl zu bewegen. Um die Rückenlehne aufzurichten, halten Sie die untere Taste auf der Rückseite des Steuergeräts gedrückt und drücken Sie sie noch einige Male, sobald der Rollstuhl aufgerichtet ist. An der Seite befinden sich Ablagefächer. Die Kopfstütze ist in der Neigung, aber auch in der Höhe verstellbar. Das Aufladen ist einfach und Sie können direkt am Joystick oder außerhalb nur die Batterie aufladen. Das Zusammen- und Auseinanderfalten ist einfach, denken Sie nur daran, die Verriegelung der Rückenlehne zu sichern oder zu lösen. Wir hoffen, dass Sie dieses Installations-Video hilfreich fanden.